Liebe Hobbybäckerinnen und Bäcker, unser Ausflug in die Südsee neigt sich dem Ende entgegen. Aber es fehlen noch zwei Entscheidungen. Liebe Jury, ihr seid dran. Wenn wir zwei nach der ersten Aufgabe gewettet hätten, wer holt sich in dieser Woche die rote Schürze, hätten wir sicherlich nicht auf die Kandidatin oder auf den Kandidaten getippt. Allerdings, durch zwei sensationelle Leistungen kann er oder sie sich doch über die rote Schürze freuen. Mit 49 Punkten geht die rote Schürze in dieser Woche an Lilja. Lilja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Lilja, auch herzlichen Glückwunsch von mir. Danke. Weniger gut lief es allerdings für Jenny und auch für dich, Franzi. Komm bitte beide nach vorne. Franzi, in der ersten Aufgabe ist es dir gelungen, die Tahiti-Vanille zum Star zu machen. In der technischen Prüfung hast du allerdings den letzten Platz belegt. Jenny, dir ist es nicht gelungen, die Tahiti-Vanille optimal in Szene zu setzen. Allerdings konntest du diesen Patzer mit dem zweiten Platz in der technischen Prüfung wieder ausbügeln. Entscheidend war für euch beide also die dritte Aufgabe. Mit 33 Punkten ist die Weltreise heute leider zu Ende für Jenny. Alles gut. Jenny, du hast so viel spannende Aromen hier reingebracht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke. Eigentlich habe ich es schon so erwartet. Also das war wirklich eine ziemlich schlechte Leistung diese Woche. Und ich glaube, hätten Betty und Christian mich nicht rausgeworfen, hätte ich mich selbst rausgeworfen. Den anderen wünsche ich auf jeden Fall gute Nerven. Und möge der beste Bäcker oder beste Bäckerin gewinnen.